Heute bei den TV Berlin Nachrichten. BioNTech plant dritte Impfdosis. Bußgeldverfahren gegen Tesla und U-Bahnhof Museumsinsel eröffnet. Und damit hallo und herzlich willkommen bei den TV Berlin Nachrichten am Freitag, den 9. Juli. In Berlin gibt es 59 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung vom Freitag hervor. Aus den Daten ergeben sich 485 aktuell aktive Virusfälle in der Stadt. Die drei Corona-Ampeln stehen alle weiterhin auf grün. Die 7-Tage-Inzidenz in Berlin ist wieder leicht am Steigen. Aktuell liegt der Wert in der Hauptstadt bei 6,9. Der Impfstoff Pfizer will eine Zulassung für eine dritte Impfdosis beantragen. Nach eigenen Angaben geht BioNTech davon aus, dass die Schutzwirkung der Corona-Impfung 6 Monate nach der zweiten Impfung deutlich sinkt. Tests würden demnach zeigen, dass sich die Menge an Antikörpern nach einer dritten Impfung um das 5- bis 10-fache erhöhe. Das Landesumweltamt Brandenburg hat ein Bußgeldverfahren wegen illegaler Bebauung gegen den US-Elektroautohersteller Tesla eingeleitet. Tesla soll auf dem Gelände der entstehenden Gigafactory im brandenburgischen Grünheide mehrere Tanks ohne Baugenehmigung errichtet haben. Der US-Konzern hat noch keine Hauptgenehmigung für den Bau der entstehenden Fabrik. Die U-Bahn-Station Museumsinsel ist eröffnet. Damit ist der Lückenschluss der U5 nach gut 10 Jahren Bauzeit endgültig abgeschlossen. Im Dezember letzten Jahres wurde die neue U5-Linie mit den Haltestellen unter den Linden und Rotes Rathaus eröffnet. Die U5 fährt seitdem nun auch zwischen Alexanderplatz und Brandenburger Tor. Die Eröffnung der U-Bahn-Station Museumsinsel hatte sich aus baulichen Gründen noch etwas verzögert. Das Berliner Landgericht hat einen 28-Jährigen, der einen Mann vor einen einfahrenden U-Bahn-Zug gestoßen hatte, wegen Mordes zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Oktober 2019 hatte der Angeklagte das 30-jährige Opfer nach einem verbalen Streit vor den einfahrenden Zug gestoßen. Der Mann starb noch am Tatort. Der Fall war vom Landgericht erneut aufgerollt worden. In erster Instanz hatte es nur eine Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge gegeben. Ein Mitarbeiter der Berliner Polizei soll mit Drogen gehandelt haben. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 40-jährige Polizeiangestellte in der Nacht zum Donnerstag bei der Fahrt in einem mutmaßlichen sogenannten Koks-Taxi verhaftet. Er wird nun verdächtigt, mit Kokain und Heroin gehandelt zu haben. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurden weitere Drogen sowie große Bargeldmengen sichergestellt. Die schon seit 5 Jahren geplante Einführung sogenannter kostenloser Drugchecks verzögert sich in Berlin weiter. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linken hervor. Im Drugchecking soll man Drogen wie Ecstasy oder Kokain auf Reinheit und Inhaltsstoffe prüfen lassen können, um Überdosierungen zu vermeiden. Kritiker sehen die Tests als Anreiz zum Drogenkonsum. Das Robert-Koch-Institut hat vor der Gefahr von Borreliose-Erkrankungen durch Zeckenbisse in Berlin und Brandenburg gewarnt. Nach RKI-Angaben wurden in diesem Jahr bereits 665 Borreliose-Fälle in den beiden Bundesländern gemeldet. 258 davon in Berlin. Schon im vergangenen Jahr gab es mit 2638 gemeldeten Fällen einen Negativrekord. Die Bakterienerkrankung Borreliose kann zu Wanderröte, Kopfschmerzen, Fieber, Muskelschmerzen sowie Hör- und Sehstörungen führen. Und damit zu den Wetteraussichten. In der Nacht zum Samstag wird es regnerisch. Die Tiefstemperaturen fallen auf bis zu 16 Grad ab. Am Samstag ist der Himmel dann nur vereinzelt bewölkt, trotzdem kann es immer wieder zu Regen kommen. Dafür wird es wieder deutlich wärmer, wir erreichen bis zu 25 Grad. Der Sonntag zeigt sich freundlich und trocken bei Höchsttemperaturen von dann bis zu 27 Grad. Die Woche startet dann fast genauso warm wie am Vortag, es bleibt den ganzen Tag über trocken und sonnig. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen ein schönes Wochenende und bis Montag.